Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Tutorial mit der Baureihe 103. Wir werden heute uns den Fahrgastbetrieb ein wenig angucken. Dabei werden wir vor allen Dingen ein Augenmerk auf die LZB legen, wie man die Lok hier aufrüstet und vor allen Dingen uns mal die Trafo-Umschaltung angucken, wie die funktioniert. Dafür steigen wir jetzt einfach mal hier ein. Wir haben es gerade gesehen, die Lok ist abgebügelt, der Hauptschalter ist draußen, die Lok ist also kalt. Was machen wir also? Fahrtrichtungswender steckt drin. Wir sind in Neutralstellung und können jetzt den Stromabnehmer heben. Zack, Stromabnehmer ist oben. Wir haben 15 kV Fahrdrahtspannung und schalten dann danach den Hauptschalter an. So, Hauptschalter ist drin. Das passt auch schon mal sehr gut. Wir können schon mal die Türen aufmachen. Das können wir auf der rechten Seite entweder mit der Taste U machen oder wir nehmen hier diesen Türschalter und drücken ihn nach unten auf geöffnet. Die Türen öffnen automatisch auf der richtigen Seite. Ihr kennt das schon von der Baureihe 110, da war das ja auch so ähnlich oder ziemlich genauso ehrlicherweise. Was können wir in der Zeit machen während des Fahrgast zu und Abstiegs? Wir können zum Beispiel die Sicherungssysteme anmachen, machen mit STRG Enter. LZB und PZB sind direkt an. Können schon mal den Fahrtrichtungswendern Vorwärtsstellung setzen. Wir müssen daran denken, den Bremsschlüssel einmal auf anzustellen. Bremsen ein bisschen ein, damit wir nicht wegrollen. So, genau, Bremsen ziehen sich ein bisschen an. Sehr gut. Was können wir auch machen in der Zeit? In der Zeit können wir einmal hier die Lokführerpultbeleuchtung anmachen. Das ist hier diese Lampe. Dann können wir die Haupt- und Instrumentenbeleuchtung anschalten. Die Signalleuchten lassen wir auf Spitzensignale. Dann können wir hier vorne noch einmal den Fahrstufenregler-Beleuchtungsdimmer auf 100% stellen. Dann sind hier die Lichter auch schön hell. Und genau das gleiche können wir hier mit der Fahrplanleuchte machen. Auch die können wir ein bisschen heller einstellen. Dann können wir schon mal die Türen schließen in der Zeit. Na, einmal das nach oben. Türen gehen jetzt zu. Können mal einen prüfenden Blick aus dem Fenster werfen. Jawohl, Türen sind gerade zugegangen. Huch, so. Okay, dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Können einmal die Bremsen lösen. Wir drehen uns einmal noch ganz kurz hier nach hinten. Und dann mache ich noch hier einmal Instrumenten- und Fahrplanbeleuchtung an. Bremsen sind gelöst und dann schalten wir jetzt langsam Leistung auf. Der Zug setzt sich jetzt gleich in Bewegung. Na, erstmal so langsam anfahren. Noch die ein oder anderen Fahrstufen mit dazugeben. Genau, und jetzt können wir ein bisschen mehr Leistung schon aufschalten. Fahrmotorlüfter geht automatisch an. Hier haben wir hier die Instrumenten für die Bremsen an der rechten Seite. Hier, das hier ist unser Tacho. Hier auf dieser Anzeige wird einem angezeigt, wie viel Kilonewton pro Fahrmotor aufgeschaltet ist. Hier an dieser Stelle sehen wir hier den Oberstrom in Ampere. Ich meine, die Baureihe 103 hat einen Oberstromlimit von 600 Ampere. Wir sehen hier die Kilovolt-Anzeige, ne, 15 kV haben wir aktuell in der Oberleitung. So, wir schalten immer weiter Leistung auf. Die LZB sagt, dass wir aktuell 100 fahren dürfen. Dürfte sich jetzt gleich aber direkt auch hochstellen auf 200 und drüber. Und dann gucken wir, dass wir auf jeden Fall mal auf die 200 km/h kommen. Und das machen wir auf jeden Fall mit der Trafo-Umschaltung. Ohne wird es auch ein bisschen schwierig. Also nicht unmöglich, aber dafür ist die Trafo-Umschaltung ja da. Aktuell ist es ein bisschen schwer, Leistung aufzuschalten. Es geht nämlich ein bisschen bergauf. Ja. Was ist das hier eigentlich? Warum sind diese Schaltschutzmauern so komisch? So, wir schalten weiter Leistung auf. Sind hier übrigens auf der Strecke Kassel-Würzburg, ne? Deshalb LZB. Auf der linken Rheinstrecke haben wir natürlich keine LZB. Gucken, dass wir mit dem Oberstrom nicht über die 600 Ampere kommen, ne? Wir sehen es, wenn wir hier Leistung aufschalten,
dieser graue Anzeiger, ich weiß nicht, ob der in Realität auch grau ist oder ob das einfach nur ein kleiner Bug ist. Sehen wir aber hier so, wir sind jetzt gerade bei, keine Ahnung, 300 Pi mal Daumen. Ne, wir sehen es auch hier, die Ampere-Anzeige im HUD 280. Und wenn wir Leistung aufschalten, dann haben wir da immer mehr Strom, der dadurch fließt. So, dann würde ich sagen, lass uns doch mal in die höchste Fahrstufe gehen und jetzt einfach mal gucken, dass wir auf Geschwindigkeit kommen. Kann ich mal in der Zeit hier mal das Dach aufbauten angucken. Sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. Also da kann man sich ja wirklich nicht beschweren. So, und was wir jetzt machen, jetzt gleich in einer Sekunde oder zwei, ist, dass wir uns die Trafo-Umschaltung angucken. Dafür möchte ich erstmal auf so Pi mal Daumen 140 km/h schon von alleine hoch, ohne Trafo-Umschaltung. Und danach aktivieren wir die Trafo-Umschaltung. Ich lasse das HUD an dieser Stelle eingeschaltet, damit wir sehen können, was genau hier passiert. Achtet nämlich mal auf die Kilonewton-Anzahl bzw. auf die Ampere-Anzahl, denn sobald ich diesen Schalter hier gleich umstelle, wird die Kilonewton-Anzahl ordentlich nochmal in die Höhe schnellen. Und wir dann einfach sehen, wie viel mehr Leistung dann wir plötzlich verfügen. Auch die Ampere-Anzeige wird natürlich in die Höhe gehen. So, das hier ist der Schalter. Ne, die Trafo-Umschaltung findet ihr hier. Das ist der Trafo-Schalter. Und jetzt, wie gesagt, ich stelle den jetzt hier um und ihr achtet mal hier drauf. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade bei 108, 107 Kilonewton und Trafo-Schalter an. Und zack, haben wir mal eben fast 50 Kilonewton mehr. Und können jetzt deutlich schneller beschleunigen. Ich habe vorher den Fehler gemacht, dass ich den Hauptschalter rausgenommen habe, den Trafo-Schalter umgestellt, Hauptschalter wieder rein, weil ich mir mal ein Video angeguckt habe von einem anderen YouTuber, der im Train Simulator die 103 gefahren ist, und zwar auch vom VR. Und da hat er das halt so gemacht. Und dann dachte ich auch, dass wir das auch so machen müssen hier im TSW. Dann hat es aber bei mir nicht funktioniert. Und ich habe den Entwickler Lukas Klimczyk mal geschrieben, der auch hier mitgearbeitet hat an der 103 und der linken Rheinstrecke. Und der hat mir gesagt, dass man einfach während der Fahrt den Trafo-Schalter anmachen kann. Also wir müssen dafür jetzt nicht, wir müssen weder die Leistung auf Null setzen, noch müssen wir da irgendwie was anderes hier umstellen. Der Hauptschalter muss nicht raus oder sowas. Wir können einfach diesen Schalter hier benutzen. Worauf wir natürlich achten müssen, in Realität zumindest, ich weiß nicht, ob es simuliert ist, in Realität darf man den Schalter nicht für zu lange benutzen, maximal für so 2, 3 Minütchen, glaube ich. Ansonsten ja, haben wir da Probleme mit Überhitzung. Ich glaube, es gibt ja auch den Leuchtmelder. Was haben wir denn da? Ladegerät, Fahrbetrieb. Ich dachte, es gibt da irgendwo einen Leuchtmelder für Überhitzung, aber gibt es auch vielleicht nicht. Ja, ne? Also vielleicht 2, 3 Minuten sollte man die Trafo-Umschaltung anschalten, ansonsten dann aus. Was macht die Trafo-Umschaltung? Da werden im Grunde genommen mehr Windungen von der Oberleitung abgegriffen. Ne? So kann man sich das, glaube ich, ein bisschen vorstellen. So, ich nehme jetzt den Hauptschalter wieder raus, sobald wir aus dem Tunnel rausgehen. Und ihr achtet dann mal nochmal auf diese Kilonewton-Anzeige. Und ihr werdet sehen, wie die ordentlich runtergeht. Ne? Also, wir sind jetzt bei 94. Ich mache die Trafo-Umschaltung aus. Und zack, sind wir gerade mal bei so 60, 65. Ne? Wir sind jetzt auch schon bei fast 200 km/h angekommen, also brauchen wir jetzt aktuell nicht die Trafo-Umschaltung. Aber wenn wir sie halt bräuchten, ich kann es jetzt nochmal einfach zeigen, warum auch nicht. Ne? Zack, haben wir wieder mehr Leistung. Weniger Leistung. Und so funktioniert das. Ja, wir sind weiter im LZB-Betrieb. Ihr seht es hier, 200 km/h werden durch diese leider gräuliche Anzeige uns angezeigt. Eigentlich müsste die gelb sein. Also ich glaube, das ist ein kleiner Bug hier. Hier haben wir die LZB-Anzeige. Ja, also das LZB und sowas ist so gewohnt wie auch sonst. Ja, so ist das hier mit LZB und Trafo-Umschaltung und Aufrüsten. Das war auch nur ein kleines Tutorial, das wird auch keine komplette Fahrt. Von daher bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr weiterhin ganz entspannt dabei seid.
Es wird auf jeden Fall heute noch gleich um 14 Uhr ein weiteres Video kommen. Ansonsten kommt irgendwann dann auch noch heute nochmal ein Livestream. Vermutlich heute, ja. Und habt viel Spaß mit der 103, würde ich mal behaupten. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss.